Mir reicht's endgültig. Und jetzt wird etwas geändert. Eine Ulmia Hobelbank kann sehr praktisch sein, umso besser, wenn man zwei davon hat. Allerdings habe ich da ein Riesenproblem. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwas zu verstauen, keine Schubladen, gar nichts. Hier gibt es eine kleine Schublade, aber trotzdem total unpraktisch das Teil. Zeit, dass sich was ändert. Servus Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Jetzt habt ihr ja gesehen, ich habe hier ein bisschen ausgemistet. Und warum und weshalb, seht ihr in dem heutigen Video. Ich möchte jetzt auch nicht lang um den heißen Brei reden. Ich werde diese zwei Hobelbänke miteinander kombinieren und verbinden. Ja? Also, als erstes müssen wir mal die hier rüberstellen und die hier rüberstellen. Also die Hobelbänke sind brutal schwer. Buchenholz, eine kleine Ulmia und eine große Ulmia. Ja, man sieht auch, diese ist ja niedriger, diese ist höher. Und man weiß ja logischerweise, früher war das so, die waren niedriger, dass man mit einem Hobel richtig schön Druck drauf bringt. Aber ich möchte das auf eine angenehme Höhe bringen. Genauso wie bei der großen Ulmia. Die steht ja, wie ihr unten seht, auf einem separaten Kantholz. Ich werde jetzt als erstes heute eine Unterkonstruktion bauen, dass diese beiden Hobelbänke auf gleicher Höhe sind. Eins vorab, ich könnte natürlich sagen, ich baue mir jetzt einen großen Korpus und lege einfach die Arbeitsplatten oben drauf, weil die sind ja eh nur draufgelegt. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte diese Hobelbänke so gut es geht original halten. Vor allem, wenn man sich entscheidet, die Dinger wieder zu trennen, dann hat man natürlich wieder die originalen Hobelbänke. Als erstes müssen die Rollen weg, logischerweise. Das untere Kantholz mache ich auch ab. Dann stehen die schon mal so grob auf gleicher Höhe. Ich bezweifle, dass die ultra präzise gleich hoch sind. So. Und jetzt sieht man, leider sind die Hobelbänke unterschiedlich hoch. Dennoch wird es kein Problem sein, muss ich halt auf der Plattform hier unterbauen, dass ich dann diese gleiche Höhe erreiche. Ja, bedeutet jetzt, wird als erstes die Plattform gebaut und da mache ich jetzt erstmal ein bisschen Platz. Die Hobelbank kommt dann um und die dann um. Dann kann ich nämlich Maß nehmen, was ich alles so hier bauen muss. Ja, genau, so schaut's aus. So, jetzt habe ich hier Platz zum Arbeiten. Jetzt wird die Plattform gebaut, dass ich die zwei wieder dann hier drauf stellen kann. Also das Untergestell sollte natürlich relativ stabil sein. Bedeutet, ich mache jetzt eine Rahmenkonstruktion und mit Überplattung quasi, dass das Ganze schön stabil wird. Also sie brauchen 1,90 Meter, das passt. Kappen wir erstmal die zwei Teile auf 1,90 Meter ab. So. Also diese Kappsäge habe ich schon sau lang, bestimmt schon 8 Jahre oder so, mit Habo KGS 254M. Und was viele nicht wissen, viele wissen es, aber viele auch nicht, und zwar kann man diese Verbreiterungen rausmachen und miteinander verbinden, dann hat man eine Auflage. Ja? Und das machen wir jetzt kurz. Hier ist auf der Unterseite eine Schraube, die machen wir raus. Dann kann man das Teil rausmachen. Ja, dasselbe auf der anderen Seite. So, dann kann man diese zwei Teile so verdreht ineinander reinstecken. So, hier seitlich ist ein kleiner Imbus, den müssen wir ein bisschen anpassen. Ein bisschen aufmachen. Auf der anderen Seite auch. Den Imbus öffnen. Und dann kann man diese zwei Schienen miteinander verbinden. So, da sind die nämlich hier drinne. Und dann kann man mit dem Imbus wieder anspannen. Ja, und die Schräubchen, die machen wir wieder rein, dass wir sie nicht verlieren. Die muss man nicht ultra fest machen, sondern einfach nur reindrehen, dann verlieren wir sie nicht. Die braucht man nämlich natürlich wieder. Ja, genauso ist das konzipiert, dass man es so benutzt. Und jetzt, ihr Metabo-Kappsägenbesitzer, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das gewusst habt.
So, mein Schlauch reicht gerade so her. Oswag-Adapter, super Sache. Also jetzt nehme ich die Abschnitte her, halt einen Teil dahin und das andere hier drauf. Dann haben wir hier für die nächste Überplattung auch schon das Maß. Nochmal checken, Tiefenanschlag auf 29 mm. Ist quasi die Hälfte von dem Kantholz. Und nicht zu fest drücken, weil das Ding federt mit. Ja, ist natürlich klar. Also da halt übertreiben. So, dann brauchen wir ein Opferbrett. Das spanne ich mir da hinten hin. Und da schauen wir jetzt mit dem Sägeblatt, dass wir ultra genau hier an dem Kratzer sind. Achtet immer auf Sicherheitsmaßnahmen, also Festspannen gewisser Teile. Hier ist es natürlich nicht möglich, weil das bewegliche Teil verschoben werden muss, damit man halt diese Überplattung rausgesägt bekommt. Ja? Aber tragt auf jeden Fall Schutzbrille, Atemmaske und auch Gehörschutz. In letzter Zeit habe ich lange recherchiert und geschaut, ob ich eine neue Kapp- und Gärungssäge kaufen soll mit Posaunenauszug, weil die halt dann weniger Platz nach hinten braucht. Allerdings kaufe ich nur wegen dem Feature Posaunenauszug keine neue Kapp- und Gärungssäge. Ein kleiner anderer Nachteil, natürlich, hier sieht man es in der Zeitlupe sehr gut, die Absaugleistung oben ist zwar da, aber dennoch fliegen ein Haufen Fetzen durch die Gegend und Staub. Das muss ich noch irgendwie in den Griff bekommen. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze zusammenpasst. Super. Sehr, sehr gut. Also hier, das passt. Hier, wie gesagt, das schleife ich ab. Also ich halte jetzt da einen Winkel hin, dann wird vorgebohrt, logischerweise. Dann wird mit einem Leim das Ganze verklebt, ja, verleimt. Und mit einem super Sach, Holzleim, ja, ein ganz normaler Leim, im Prinzip in einer Grillsoßenflasche. Ja, einpinseln, passt schon. Dann eine Schraube rein, nochmal den Winkel prüfen. Und die zweite Schraube hinterher. Dann den scheiß Leim da kurz abschmieren und dann passt das schon. Dann machen wir die anderen Ecken genauso. Zack, 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 zack. Oben links die Ecke lasse ich noch lose, weil wenn man Diagonalen misst, kann man den rechten Winkel einstellen. Also beide Diagonalen sollten die gleiche Länge haben und dann seid ihr hundertprozentig im rechten Winkel. Alles klar, passt. Dann schiebe ich das wieder so hin, dass ich die Maße übernehmen kann von den Füßen dieser großen Ulmia-Hobelbank. Ja, und dann auch hier die Überplattungen raussägen. Diesmal nehme ich eine Handkreissäge, geht genauso gut. Alles cool, weiter geht's. Mit einem Stechbeitel, ja, schön alles kletten. Und dann die andere Seite genauso. Zwischendurch mal ein bisschen sauber machen, schadet nicht. Einen super Besen habe ich da, mit Kehrschaufel integriert. Coole Sache, auch in der Videobeschreibung zu finden. Ja, jetzt seht ihr hier, kann man quasi die Hobelbank hier draufstellen. Die andere Hobelbank hat ganz andere Maße, das heißt, ich muss da ein ganz andere Kantholzer nochmal einbauen hier, ja, das ist komplett anders alles. Ja, bedeutet logischerweise, ich muss jetzt diese andere Hobelbank irgendwie so platzieren, dass ich die Maße abnehmen kann. Ja, gar kein Problem. Einfach da draufstellen, Maße übernehmen und dann alles anzeichnen für die nächsten Überplattungen und so weiter und so fort. Ich mache auch noch eine Längsstrebe hin, also der Länge nach, dass dann wirklich die Hobelbänke komplett vollflächig auf diesem Kantholzbereich stehen. Rucki zucki, ja. Also, ihr seht schon, auf den Streben steht die kleine Hobelbank und auf den Streben hier steht dann die große Hobelbank drauf. Jetzt drehe ich den Rahmen um und dann mache ich noch Füße hin, ja. Damit natürlich die ganze Fläche nicht komplett auf dem Boden steht, kommen an den Ecken noch Füße hin und mittig zur Unterstützung, dass es eben nicht durchschwingen kann, mache ich ja auch noch kleine Hölzlein ran. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar kleine Brettchen aus Buche. Und zwar überplatte ich die Überplattung mit dem Holz. Dann wird es zusätzlich hier noch unterstützt, wenn man hier so ein Hölzchen drauf macht. Ja, jetzt habt ihr gesehen, mit einem Mini-Hobel habe ich hier die Kanten angefasst von Kunz. Super, kleines Mini-Teil aus Eisen, richtig stabil, richtig gut, alte Qualität. Ich liebe altes Werkzeug. Super Sache. So, alles schön
verschraubt und verleimt und hingemacht und so weiter. Die mittleren Füße habe ich auch noch hingemacht, dann schwingt nichts durch. Geschwind der Dreck weg hier. Super stabil. Jetzt mache ich die USB-Platten drauf. Also ich hätte schon die Möglichkeit, Massivholzplatten drauf zu machen, möchte ich aber nicht, denn ja, ich habe USB noch übrig, wo eh weg muss. Ja, deswegen nehme ich USB-Platten. Die habe ich schon länger. Die hat schon ein bisschen mehr UV-Licht gesehen und darum ist das Holz ein bisschen dunkler. Ja, kurz alles zusammenspaxen und natürlich planfräsen. So geht es am schnellsten. Und durch das, dass diese USB-Platten jetzt echt extrem unterschiedliche Farben haben, habe ich da noch was vor. Ich habe ja eh geplant, mehrere Teile zu machen und deswegen passt es optimal als zweiter Teil rein. Ja, warum sind die USB-Platten jetzt plötzlich so dunkel? Es ist kein Öl und auch keine Beize. Wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses USB-Material so eingefärbt habe, dann müsst ihr den nächsten Teil anschauen, der bald kommt, ja? Und abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr das auch nicht, ja? Ich werde diese Workbänke noch richtig, richtig aufwendig umbauen. Ja, das bedeutet, die kommen ja hier drauf. Frästisch, Steckdosen, Absaugung, Schubladen, oberflächliche Aufbereitung, Rollen, beweglich. Es wird auf jeden Fall noch einiges kommen und deswegen abonniert einfach den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Genau.